Wir haben eine Foundation gebaut. Ach, wunderbar. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. So, was haben wir vor? Wo waren wir überhaupt? Wir wollten das Zeug machen und jenes Zeug machen und da haben wir dort irgendwas. Das letzte, was wir gemacht haben, war das da reingeschmissen, also wird hier noch nicht viel sein. E drücken, nicht rechte Maustaste. Ich bin hier auch nicht in Minecraft. So. Ja, wir sind schon mal wieder ein bisschen. Wollen wir es mal. Es wird schon wieder. Was wird eigentlich? Tag oder wird Nacht? Ich glaube, es wird Nacht. So, schmeißen wir dich schon mal wieder da rein. Schrauben haben wir. Wir brauchen. Können wir mit dem Kupfer umgehen? Kriegen wir es hin? Kupfer weiter zu verarbeiten. Im Moment schmeißen wir es da vorne rein. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wie viel kriegen wir denn eigentlich da? Die oberen. Ach ja, da haben wir schon mal eine ganze Menge, ne? Vielleicht wäre das sinnvoll, dass wir jetzt einfach mal hingehen, Kupfer weiter verarbeiten. Auch wenn hier alles Chaos ohne Ende ist. Was sagt unser Strom überhaupt? Wir müssen ja mit dem Spaß da oben drüber bleiben, aber es dürfte passen. Das heißt, wir gucken uns das an. Wir brauchen aus dem müssen wir können wir vielleicht endlich was mit Blutprint Designer, das wird vielleicht auch mal Sinn machen. Der ist aber auch noch sehr teuer. Produktion. Was haben wir denn? Konstruktoren. Was hauen wir denn alles raus? Wir müssen aus den Kupferbarren Stangen machen. Aus den Stangen müssen wir Draht machen. Aus dem Draht müssen wir Kabel machen. Okay. Nehmen wir mal das daraus. Oh Gott, ey. Wir brauchen einen Strommast dabei. Strommast sieht ja gut aus. Den können wir wahrscheinlich schon mal hier hinsetzen. Am besten zwei machen. Stromleitung haben wir im Moment 20. Das könnte passen. Wir setzen jetzt einmal Strommast. Einen Strommast hier hin und wir setzen einen Strommast einfach mal so galaktisch irgendwie hier hin. Uiuiui, was haben wir eigentlich hier drin? Hier, ja, Beton. Eine blöde Frage. So, hier haben wir Zinn und da unten haben wir hin und oben ist Blei. Warum haben wir Zinn nicht da reingepackt? Egal. Da wir hier nicht mehr raufkommen. Was bist du? Hallo? Ah. Oh. Ah. Das ist ein Problem. So, okay. Was haben wir denn hier? Gehen wir einmal dahin und gucken wir mal. Wir haben hier City Rice Ball. Oh Mann. Hä? Ich hab dir gesagt. Hab ich dir nicht gerade gesagt, du sollst Vollbild machen? Vollbild übernehmen. Bestätigen.
Und weiter geht's. Hallo? Mann. Manchmal will einen das Spiel aber auch ärgern. So. Ja, mal hier lang. Okay. Gucken wir mal, dass wir da dran gehen und dass wir hier drüber fliegen, da drüber und irgendwo hier hinten war doch was bestimmt, wo wir anschließen können. Da würde ich sehr bewusst da. Danke. So, haben wir schon mal den Strom da. Wie sieht das aus, damit wir endlich mal mit Fundamenten ein bisschen was Schönes machen können? Es ist vollkommen egal, ob ich die großen oder die kleinen nehme. Ja, weg damit. Wir wollen 30 Stück haben. Das heißt, verstärkte Eisenplatten brauchen wir. Ein paar. Beton brauchen wir 90. Okay. Okay, ich gebe mich geschlagen. Keine Ahnung, wie ich hier wieder rumkommen soll. Also wir müssen jetzt mal anfangen, das hier ordentlich zu machen. Guck mal, das haben wir schon mal genug. So, 60 Iron Sheet. Fangen wir damit an, damit wir erstmal eine Plattform kriegen. Das ist gut, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, verdammt, ich habe genau den Tiefpunkt verpasst. Das wäre nochmal interessant zu sehen. Wo ist denn unser Tiefpunkt? Wie läuft's? Und wie können wir weitermachen? So, ich glaube, hier war das drin, was ich haben will. Genau. Die. Dann brauchen wir. Jetzt habe ich gesagt, wie viel brauche ich davon? 60. Eigentlich brauchen wir davon sogar mehr. Da kann ich die direkt durchziehen, die 60. Auf wie viel komme ich denn? 555. Soll ich die einfach einmal durchmachen? Ich brauche 210. Wir machen 210. 210 ist, glaube ich, eine gute Idee. Eine Idee, die mir gefällt. Ja, dann lassen wir das einmal durchlaufen. Was sind denn? Ach, guck mal, das geht ja relativ schnell. Dann können wir die da oben direkt reinschmeißen. Und haben direkt das, was wir zum Bauen brauchen. Ja. Zack. Darüber. Die da rein. Sortieren. Fertig. Ist das durch. Wunderbärchen. Wir brauchen... Oh, was ist das eine Zeug hier? Brauchen wir 200... Sollen wir die auch eben? Wir machen die auch eben, oder? Dann fehlt uns nämlich nur noch das eine. Auch wenn ich da jetzt nicht hingehen will und die auch noch dengeln. Wir fangen erstmal an und hauen da so viel Kupferdingens durch, wie wir können. Also, dass das automatisiert wird. Weil dann haben wir den Punkt erreicht, dass wir ein Stückchen weiterkommen. Das ist die zweite Runde Blueprints, okay. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sich das lohnt. So, wir sind bei 200. Dann können die auch direkt weg. Okay, das ist fertig. Es fehlen jetzt noch ungefähr 200... Beton und 150 von denen. Ja. Und fangen wir einfach mal hier an. Wir wollen was bauen. So.
Nee, wir packen uns das mal auf die 5. So. Wohin hätten wir es denn gerne? Nicht direkt vor die Nase, das wäre schön. Fangen wir erstmal, wir wollen das innerhalb vom Gitter haben. Das heißt, da wäre doch eigentlich ganz gut. Dann haben wir einen schönen Einstieg. Das ist unser erstes. Wir haben eine Foundation gebaut. Ach, wunderbar. So. Das sind 4. Wir wollen 3 Stück hintereinander haben. Oder wollen wir 5 hintereinander haben? Müssen also nur gucken, dass wir da noch unseren Dingens stellen können. Aber das kriegen wir hin. Wir stellen. Wir haben unsere erste Plattform gesetzt. Wir können natürlich auch noch einen in die Richtung gehen. So, 1, 2, 3. Und da gehen wir jetzt in den da rein. Das ist ein bisschen unschön, aber egal. Wir kommen damit klar. So, jetzt gehen wir hin auf den Kollegen. Wir brauchen die verstärkten Eisenplatten. Weil dann können wir immer zwischendurch abzwacken, indem wir dann noch was reinsetzen, wenn wir einen freilassen. Wenigstens etwas. Verstärkte Eisenplatten. Komm, da können wir 47 draus machen. Wir brauchen 9. Passt das andere alles noch? Easy. So langsam kommen wir an den Punkt, wo es interessant wird. Und ich glaube, ich komme auch langsam an den Punkt, wo ich meinen Output hier an Videos mal wieder erhöhen muss. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Also das mit dem Output erhöhen. So, dahin. 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 So, dann machen wir. Ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, wie die optimalen Dings hier sind. Naja. So. Und das war Kupfer oben. Bam. Rein da. Wir machen Kupferstangen raus. Packen hier. Strom dran. Keine Kabel mehr. Was schon irgendwie witzig ist, weil das ist der einzige Grund, warum wir das hier machen. Aus dem machen wir. Oh, wir hätten uns einen sparen können. Ist das besser? Wir kriegen 2 Draht. Ja, wir kriegen das gleiche raus, aber wir hätten uns eine Maschine sparen können und wir können uns damit Strom sparen. Okay, machen wir so. Was ist der alternative Draht? Okay, dann müssten wir aus dem Blech machen. Das Blech wiederum müssten wir aus. Für Dinge. Da kriegen wir das 3-2 raus und dann kriegen wir da wieder 3 raus. Also es wäre 3 für 3. Da könnte man auch drüber nachdenken. Machen wir aber nicht. So, ich brauche Kabel. Du machst natürlich jetzt noch nichts. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich doch Kabel dengeln gehen. Jetzt sagt man. Womit? Ich habe genug Kupfer dabei. Und ich habe genug Beton dabei. Dann ist das schon mal voll. Jetzt müssen wir wieder. Haben wir noch? Dann machen wir eben das hier fertig. Dann kriegen wir das raus. Mal gucken, ob das reicht, um damit hinten die Kabel fertig zu. Also die Kabelproduktion fertig zu kriegen. So.
Immer die falschen Tasten. Das ist im Moment echt heftig. Ja. Also. Erstmal gibt es jetzt das Versprechen, dass ich versuche, wieder wöchentlich ein Video rauszugeben. So, da kommt Draht. Das ist gut. Hier kommt Kabel. Das wird von der Geschwindigkeit her, wird das niemals reichen und nicht passen und so, das ist mir klar. Habe ich genug für einen Lagercontainer? Habe ich. Den setzen wir nämlich jetzt hier schön neben. Drehen ihn um, packen den da dran. Und gehen hin und sagen, zack. Ja. Nein. Ja. An den. So, es läuft Kabel rum. Wir haben Kabel produziert. Wunderbärchen. Jetzt noch hier reinkommen, bitte. Danke. So. Während das hier läuft, fangen wir da vorne an, die nächsten zu machen. Das heißt, wir können uns dann überlegen, wie wir einen schönen Blueprint dazu bauen. Das wäre doch auch mal was, oder? So, wir gehen hin. Wir müssen jede Menge von den Dingern bauen. Weil die Alternativrezepte können wir halt nicht. Ja, vielleicht können wir damit nochmal... Wir können nochmal gucken, was wir noch so erarbeiten können. Ja, eigentlich der Spaß nochmal. Wir haben hier 200, wir brauchen 150 Kabel, ne? Kabel ist aus 4 wird 2. 150, das heißt, wir brauchen 300. Hm? Okay. Dann gucken wir, dass da oben 300 stehen bleibt. So. Wir haben 300. Nicht genug Mittel. Wir müssen erst die Kabel machen. Also den Draht, meine ich. Ach ja, manchmal habe ich auch so Momente. Ne? So ist es halt, ne? Ich freue mich schon so richtig auf den Weltraumlift, wenn wir dann Weltraumlift-Teile machen müssen. Da sind meine 150 Kabel. Dann haben wir die nächsten abgeschlossen. Können dann einen weitergehen und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Wir lassen uns schön treiben. Wir machen uns auch keine Hektik hier. So, guck mal. Passt doch. Hallo. Kabel rein. Ziehleine. Danke. Direkt wieder rein. Verbesserte Biomasse-Energie. Der sieht interessant aus. Der sieht... Okay, ich kann das craften. Das ist schon mal ganz gut. Das Ding. Modulare Rahmen. Woher kriege ich modulare Rahmen? Kann ich modulare Rahmen schon? Ich wähle den erstmal aus. Dann gehen wir mal hin. Unseren Codex. Teile... Das sieht nicht so aus. Dann gucken wir. Da war doch eigentlich das. Rezepte. Modulare Rahmen. Okay, dafür wird das gebraucht. Produced in. Okay, wir wissen noch nichts darüber. Schlecht. Meilenstein.
Okay, Elevator, wunderbar, brauchen wir gerade nicht. Ist auch unwichtig, vor allem, weil wir die noch nicht können. Regierung, da kriegen wir den modularen Rahmen her. Ja, okay, es bleibt uns nichts anderes über. Das andere können wir einfach noch nicht machen. Inventarplätze, okay, das ist, nicht, glaube ich, nicht so wild. Ich glaube, ich nicht... Ach du Scheiße, jetzt kommt das nächste Zeug. Holy... Ja, okay. Wir wissen, was wir hier machen wollen. Wir können ja schon mal anfangen, mit Zinn zu arbeiten. Zinn. Pass auf. Zinn haben wir hier in zwei Dingern drin. Was schon mal ganz gut ist. Kabel sind nicht das Problem. Wir könnten jetzt hingehen. Dafür brauchen wir aber... Verdammt. Ja, das ist jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Wir gehen hin. Zehn ist doch gut. Alles gut. Alles gut. Wir brauchen ein bisschen Beton. Kommst du? Ein bisschen Beton haben wir hier vorne. Beton ist fein. Wir können die 5, wir können die um 2 erweitern. Das machen wir jetzt als erstes. Eins. Ja, wunderbar. Ich krieg's ja wieder richtig gut hin. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wie wir den Spaß hier nachher umbauen, habe ich noch absolut keine Ahnung. Jetzt gucken wir einmal, wo unser Zinn ankommt. Fuck. Da nicht. So, das hier ist Zinn. Zinn kommt auf dem unteren an. Oh mein Gott, ist das praktisch. Das heißt, wir können hingehen und uns jetzt Gedanken machen. Dass wir hier mit Konstruktoren arbeiten. Uns fehlen aber wieder... das heißt, wir brauchen nochmal 9. Kann ich die noch bauen? Konnte ich die noch bauen? Wir werden es herausfinden. Und auch nochmal Stromteile. Das ist aber Stück für Stück. Wir nähern uns dem Ganzen. Guck mal, da können wir sogar noch welche bauen. Holen wir uns mal 12. Danke. Ja. Jetzt gehen wir hin. Auch das ja so ein bisschen, auch um die Rezepte mir anzugucken. So, und die wollen wir jetzt hier nebenstehen haben. Das passt. Nein, erst gucken wir in die Rezepte rein. Wir brauchen Zinndraht, den können wir direkt machen. Direkt ist gut. Woraus macht man das Zeug? Aus den Platten. Die Platten macht man auch direkt. Das heißt, wir stellen nicht hintereinander, sondern nebeneinander und machen ein Dingens dazwischen. Ein Splitter. Das heißt, ich brauche noch eine Plattform hier hinter, wo ich den draufstellen kann. Das wäre ganz gut. Oder ich ziehe rein und mache dann da einen dran und bastel hier rum. Okay. Hab so langsam ein bisschen mehr einen Plan. Also, hier machen wir den Draht direkt. Hier, an der Stelle, haben wir zu wenig Draht, Kabel. Easy fix. Bap. Kabel gesichert. Du kommst her, gehst hier hin. Dann schnappen wir uns. Ziehen den darüber. Easy. Du machst mir Zinnplatten und du machst daraus wieder das Zeug. Damit haben wir die zwei Sachen hier erledigt. Das ist noch ein anderes Problem, aber lösbar. Jetzt müssen wir... Ist egal, so läuft. Hier war, glaube ich, hier ist das Zeug drin. Blei.
Okay. Jetzt wollen wir von da nach dort unten. Du musst reinkommen. Genau. Wir brauchen noch Strom. Da war was. Haben wir alles? Nein. Uns fehlen Kupfer. Also uns fehlt Draht und Kupfer. Zwei Draht, vier, ein Kupferstange. Kriegen wir hin. Zwei Draht, ein Kupferstange. Zwei Draht, ein Kupferstange. Ich hätte sie mir auch da vorne rausnehmen können. So. Fertig. Bam, bam, bam. Wieder darüber. Ja, du kriegst da hinten zu wenig, das weiß ich. Über Effizienz reden wir hier noch gar nicht. An dem Punkt sind wir schon lange nicht mehr... Über den brauchen wir schon lange nicht mehr reden, so meine ich das. Wir stellen dich... ruhig dahin. Sagen wir dann, dass du bitte... einen da dran packst, einen da dran packst und einen hier dran packst. Dementsprechend. Kommt jetzt hier gleich Platten raus. Wunderbar. Und du kriegst noch gar nichts. Als nächstes brauchen wir im Bereich der Logistik einen Förderband-Splitter. Splitter kann ich. Splitter kann ich. Das ist Wunderbärchen. Und bam, rein hier. Juhu. Das funktioniert. Das heißt, hier gibt es noch nirgends, wo das reinkommt, aber ich kann mir das Zeug so rausholen. Das werden auch 500 Stück. Sollte alles kein Problem sein. Das heißt, hier kriege ich meine Rolle her. Da vorne, die werden wahrscheinlich zu 200 stacken. Da muss ich nur warten. So, das nächste ist Eisenzeugs. Eisen ist wieder blöd, weil da habe ich noch keine Maschine für. Hallo? Das nehmen wir raus. Also für die Eisen-Dingsbums. Da muss ich mir jetzt wieder die Blätter da holen. Hallo, danke sehr. Und dann müssen wir da mal eben die 100 Stück rausmachen. Das kriegen wir hin gerade auf. Ein Schiff, 100 Stück. Auch das ist eher spannend. Betonmäßig sind wir ja auch schon ganz gut. Da fehlt nicht mehr so viel. So, fertig. Die 100 da rein. Das können wir schon mal reinpacken. Haben wir nicht mehr viel. Können wir wahrscheinlich schon abholen. Bleiplatten. Haben wir Blei dabei? Nein. Müssen wir uns holen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal Blei holen. Und Beton. Beton dürfte ich jetzt voll haben, oder? Ah, fast. Aber wenn ich da unten war, mir Blei geholt. Aber das macht Sinn. Ja, nehmen wir mal ein bisschen was. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Macht Sinn. Da hinten macht Sinn. Den Zinn da rein. Okay. Also entweder gehe ich jetzt hin, nehme den Zinn, also den Zinn, der hier rauskommt, packe ihn mit auf diesen da oben. Ich glaube, das macht Sinn. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht bringen, aber okay. Nicht hingehen. Das funktioniert so überhaupt nicht. Was aber funktionieren dürfte. Sich hier hochspringen. So, nee, gucken wir mal eben. Ups. So, wir gehen nochmal hier hin. Okay, wenn ich da jetzt zwei reinlaufen lasse, dann müsste ich das mit einem 120er hier vorne rauspacken. Kriegen wir das hin?
müssen noch mal eben so ein bisschen auf die Zahlen gucken. Vielleicht hilft das. Wir brauchen hier 30 pro Minute. Wir brauchen hier 15 pro Minute. Das heißt, ich kriege das nicht so schnell los, wie ich es bräuchte. Das heißt, es wird sich alles zurückstauen. Das lassen wir dann erstmal. Hier der untere. Der kommt runter. Der ist auch fast voll. Wir speichern bei uns zwischen. Das ist zwar nicht die feine Englische, aber wir sind ja hier nicht in England. Oh, halbe Stunde ist schon wieder voll. Okay. Was sagst du? Du sagst, ich habe genug Beton. Dann gucken wir. Du machst da vorne schön. Wie sieht's bei dir aus? Da haben wir schon mal gut was. Hier haben wir auch schon mal gut was. Dann können wir das da reinpacken. Ich würde vorschlagen, wir gönnen uns jetzt die Zeit und machen das noch fertig. Also diesen Schritt. Weil wir müssen ja auch irgendwann in den Weltraumlift ran. Da wollte ich erstmal hin. Schon mal den Beton da reinsetzen. Das Zeug da reinsetzen als erstes. Dann wollte ich hier hingehen und ich wollte die machen. Davon brauchten wir 200, wenn ich das richtig erkennen kann, da oben. Ist leider ein bisschen im Weg, aber das ist ja auch nicht so ein Ding. Aber dann haben wir heute viel geschafft. Wir haben mehr Sachen automatisiert. Wir haben endlich angefangen, mit Fundamenten zu arbeiten. Was bedeutet, wir können so nach und nach an der Stelle ansetzen, Sachen umbauen und das vielleicht endlich mal schön kriegen. Wenn wir jetzt noch das hier voll kriegen, ich habe ein bisschen Bedenken bei dem Draht, aber da können wir bestimmt eine schnellere Variante zwischendurch finden. Dann dengeln wir halt hier noch ein bisschen dazu. Wenn das wieder nicht so spannendes Gameplay ist, aber wenigstens so, das sind unsere 200. Aber wenigstens kommen wir voran. So, Beton ist. Wie sieht es damit aus? Wir brauchen Tin Sheets, dafür brauchen wir Tin Plates. Machen wir ein paar. Wir brauchen 80. Boah, es geht ja sogar relativ schnell hoch hier. 60 haben wir. Da stehen jetzt noch ab 80. Ziehen wir eben durch. Dann haben wir das auch fertig und dann müssen wir uns noch um den anderen Kram kümmern. Den Draht. So. Hier drin fertig. Draht. Da brauchen wir Stangen. Und wir brauchen noch 324. Das zählt ja relativ zügig hoch. Das ist ja auch schon mal was. Also 200 irgendwas. Und 300. Zack. Hier geht jetzt auch eben durch. Da kommen wir schon mal ganz gut voran. Und dann machen wir uns einen Plan fürs nächste Mal. Also wäre zumindest so der Plan, einen Plan dafür zu machen. Eigentlich hätte ich ja gehofft, ich kann die so von vorne nach hinten durchgehen, aber offensichtlich muss ich immer ein bisschen hin und her gucken. Wir schauen jetzt erstmal. Fertig. Rein damit.
Wir reden jetzt nicht über meine Mathematikkünste. Fehlten ja auch nur 50 beim Berechnen. Hallo. Ich wollte ja auch noch ein bisschen von da holen. So. Zinneisen. Okay, ich gucke jetzt gleich erstmal durch, was wir haben. Wir brauchen dafür auf jeden Fall die Kollegen. Das kann man daraus machen. Das ergibt sich dann. Ich möchte halt gerne, dass wir hier mit dem Biomassezeug ein bisschen was machen. Weil das könnte schwierig, aber interessant werden und für unsere Stromproduktion gut. Den würde ich gerne als nächstes machen, wenn ich hier raus habe. Oh, die halten sich aber in Grenzen. Okay. Dann haben wir das Thema den Kollegen. Da wissen wir immerhin jetzt auch schon, wie das geht. Haben wir die hier mitgekriegt? Nein. Okay, wissen wir aber. Das heißt, wir können auf jeden Fall auch schon mal einen Aufzug bauen, wenn wir das wollen. Der Counter ist noch nicht so wichtig. Hm? Fortgeschrittene Teile. Bronzeframe. Okay. Dann noch mal gucken, was unser Weltraumlift kostet. Den habe ich ja jetzt gar nicht mehr im Blick. Erweiterte Linde. Okay. Daraus kriegen wir auf jeden Fall Bronze-Ingels. Brauchen wir hierfür irgendwo Bronze? Nein. Interessant. Ich habe hier raus die Information gekriegt, wie man Bronze macht. Und ich kriege sie hier nochmal. Okay. Belohnung. Ah, das ist das, okay. Schmelzmodul, Smeltermodul. Holy intelligente, ja, da fängt es dann an mit dem Beziehungszeug. Okay. Wir gehen auf das hier. Meilenstein auswählen. Dann nehmen wir, machen wir uns den Plan. Wie geht's denn weiter? Spezial Weltraumlift. Okay. Uns fehlt auf jeden Fall der Frame hier. Wo ist der Unterschied zwischen. Ah, die Größe. Okay, verstehe. Hatte ich dazu eine. Muss man eben gucken. Hatte ich dazu eine Mod? Okay, offensichtlich ist das in der Mod mit drin, dass man größere Dinge hat. Okay. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. So. Wir brauchen Bronzeframes. Bronzeframes waren hier. Modulare Rahmen, weil ich das Ding. Zinkplatten. Können wir Zinkplatten schon? Oder gibt es die erst noch? Die kommen erst hier. Okay. Wir machen das. Wir machen das. Ja, wir machen das. Machen wir das. Das ist jetzt unsere Reihenfolge. Die hier zwischen sind relativ irrelevant. Oder sind die machbar? Hm. 20 geht, 30 geht auch, 50 Stück. Jetzt ziehen wir die beiden auch vor. Weil die gehen. Das haben wir mittlerweile sogar automatisiert. Bei 40 Minuten. Wisst ihr was? Weil ich im Moment so wenig raushaue, machen wir heute mal wieder eine lange Folge. Wir gehen jetzt hin und machen uns. Was brauchen wir eigentlich? Wir wollen. Hallo? Zur To-Do-Liste. Da hätten wir gerne.
Liste bearbeiten. Gestärkte Eisenplatten hätten wir gerne 50 Stück von. Und wir hätten gerne den Rotor. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viel ich brauche. Mann, das waren 50, ne? Verdammt. Da. 50. Wir gehen mal eben gucken. So, nochmal. Also, wir machen den. Dafür brauchen wir 20, 20. 20, 30. Ja, okay. Das ist halb so wild. Unten hingehen und die verstärkten Eisenplatten dann eben um 10 reduzieren. Wo er mir direkt sagt, da hast du alles für. Habe ich tatsächlich. Das ist ja schon mal herrlich. Bam. Hallo Meilenstein, wir wechseln mal eben. So, und dann die Rotoren. Rotoren. Wie sieht's da aus? Versteckte Eisenplatten muss ich noch zwei machen. So. Haben wir. Wir brauchen die Kupferdinger hier. Wir müssen auf 200 hochkommen. Das ist ein bisschen heftig. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das vielleicht nicht gerade an dem. Die ziehen wir durch. Da haben wir leider einmal den Zwischenschritt. Ja, wir brauchen 6 reicht nicht. Wir brauchen hiervon ein bisschen mehr. Okay. Haben wir erreicht. Aus 2 machst du 3. Okay. Dann müssen wir gucken, was wir unten auf 300 kommen. Das bedeutet, wir brauchen 200 hiervon. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber das werden wir dann sehen, ob ich mich verrechnet habe. 201. Und 300. Zack, hier hin. Einmal die durchziehen, dann können wir die Rotoren machen. Stück für Stück nähern wir uns diesem Weltraumlift. Ich liebe es auch, wie meine Pläne immer so 100% aufgehen, so Stück für Stück sich in Luft auflösen und wir machen einfach was komplett anderes. Aber hey, solange es Spaß macht, solange es euch Spaß macht und ihr zuguckt. So. Wir haben immer noch keinen einzigen Rotor. Ich sehe erst jetzt, wie teuer die eigentlich vom Material her sind. Das wird nochmal später witzig, wenn wir dann noch Statuen bauen und dann noch. Boah, boah.
Uiuiuiui. Gut, die Rezepte sind Gott sei Dank alle anders, was wiederum... Einerseits erfüllt es mich mit Hoffnung, andererseits macht mir auch ein bisschen Angst. Jetzt muss ich irgendwie gleich noch die 3 Minuten dazwischen überbrücken, ne? Den haben wir. Wir machen den direkt mit rein. Ich kann noch nichts hinsetzen. Ah, ist nur 1 Minute. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier noch drin? Gar nichts. Cool. So, da passiert eine ganze Menge. Zeug geht raus. Ja, wird ordentlich gemacht. Das ist schon mal ganz nett. Bumm, genau. So, wo sind wir? 20 Sekunden. Das wird auf jeden Fall interessant, wenn wir das da unten dann auch mal weggeräumt haben. So. Komm, Doc, an. Du musst gar nicht das Triebwerk ausschalten, kannst du direkt wieder abfeuern. Tschüss. So, wir haben die hier fertig. Was habe ich gesagt? Biomasse wäre geil wegen Strom. Wir brauchen das Zeug und das Zeug. Besser wäre, ich fände es besser mit Strom anzufangen. Keine Ahnung, was wir dann hier an Material brauchen. Das wird auch nochmal wild. Das ist auf jeden Fall das, was ich als nächstes machen will. So, haben wir sonst noch was zu tun gerade? Wie sieht es hier aus? Du kommst mit dem Strom hin. Ihr habt genug. Genau, wie voll sind denn eigentlich hier oben die Kollegen noch? Oh, da ist noch massig drin. Da ist auch noch gut drin. Das heißt, ich habe im Moment noch echt genug an Material für Räumels hier, ne? Wie viel produzierst du eigentlich? Du produzierst 60. Und du brauchst. Hier. Oder kann ich noch so viele dranhängen? Was sagt denn unser Strom eigentlich? Also die... Kommt diese Kurve hier dran? Das gucken wir uns jetzt eben dran. Im Moment. Also selbst wenn alles an ist... Kommen wir nicht dran. Das ist sehr gut. Hier haben wir ein kleines Problem. Da ist eigentlich müsste diese Kurve oben drüber liegen. Aber es ist im Moment nicht nötig, das jetzt extra hoch zu treiben. Wir haben vorerst immer noch die Möglichkeit, hier schnell was reinzuschmeißen. Weil hier auch genug drin ist. Also es hält recht lange. Wunderbar. Unser Stromnetz ist ein Graus. Das wird nochmal schön, das neu zu designen. Thomas Kupferbarren, die gehen da vorne rein. Das ist ganz cool. Jetzt ist nur noch die Frage, was haben wir eigentlich jetzt alles hier so drin? Also Beton, Biomasse. Ressourcenknoten. Okay. Buildings. Der ist natürlich super hier. Ne? Beobachtungsturm brauchen wir im Moment noch nicht. Ja, ja, schon eine ganze Menge, was wir hier freigeschaltet haben. So. Die Kollegen werden nochmal interessant. Aber auch weniger problematisch. Dafür brauchen wir das und für eine Gießerei, okay. Puh. Okay, Zink.
denn hingeht. Da steht man drin. Okay, wir haben noch keine Ahnung, wo es herkommt. Uiuiui. Wir packen uns mal wieder den Weltraumlift rein. Als kleine Erinnerung. Was wir zu tun haben. Schrauben kriegen wir. Könnten wir bei Schrauben schon mal hingehen. Vorne welche rausnehmen. Damit wir... Waren Schrauben hier? Nein. Dann waren Schrauben hier? Nein. Dann waren Schrauben hier? Naja, gibt es nicht. So. Dann haben wir die 1000 Schrauben nämlich schon fast beisammen. Die lege ich mir jetzt auch, soweit es geht, schon mal beiseite. So. Dann machen wir es so Stück für Stück. Was haben wir eigentlich hier zu tun? Alien Organismen, habe ich da genug von? Ich kann ein bisschen forschen. Das ist gut. Haben wir hiervon genug? Nein. Schon mal gar nichts. Haben wir hiervon? Nee, auch nicht. Auch nicht. Wir haben DNA-Kapseln. Da können wir jetzt... Okay. Erkennung feindlicher Lebensform. Zur Umwelt. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nichts. Okay. Elektroschnecken. Da fehlen noch ein paar. Da fehlen noch. Okay. Ja, wunderbar. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.